Walldorf, Heidelberg. Zwei schwere Motorradunfälle. Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 44 Jahre alter Motorradfahrer gestern Abend kurz vor Mitternacht bei einem Unfall in Walldorf erlitten. Der Mann missachtete nach Angaben der Polizei an der Kreuzung Ringstraße-Heidelberger Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Taxis. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß von seinem Zweirad geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Radfahrer in eine Klinik eingeliefert. Der 32 Jahre alte Fahrer des Taxis blieb beim Zusammenstoß unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 11.000 Euro. Bei einem weiteren Motorradunfall am Sonntagmorgen kam dann auf der B3 bei Heidelberg ein Motorradfahrer mit seiner Honda in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Leitplanke. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt in einer Heidelberger Klinik eingeliefert. Vermutlich ereignete sich der Unfall infolge nicht angepasster Geschwindigkeit. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.